Charlotte Rampling gehörte zu den großen Stars der Berlinale 2019. Die 1946 in England geborene Schauspielerin hat dort den goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk bekommen. Eine Auszeichnung, die ihr viel bedeutet. It feels great, because look, I'm talking to everybody, you all want to talk to me, I'm sort of, you know, I'm the lady of the night. Charlotte Ramplings Schauspielkarriere begann bereits Mitte der 60er Jahre. Seitdem hat sie in mehr als 120 Filmen und Fernsehserien mitgespielt. Starken Einfluss auf ihre Karriere hatten dabei verschiedene Filme. Not one, many, bits and pieces of everything. Entscheidend für ihren internationalen Durchbruch war das umstrittene Drama Der Nachtportier von 1974. Darin geht es um das sadomasochistische Verhältnis einer KZ-Überlebenden mit ihrem ehemaligen Wärter. Dieser Film öffnete Charlotte Rampling die Tür nach Hollywood. In den folgenden Jahren drehte sie mit Woody Allen den Schwarz-Weiß-Film Stardust Memories, mit Sidney Lumet das Gerichtsdrama The Verdict, Die Wahrheit und Nichts als die Wahrheit und mit Ellen Parker den Thriller Angel Heart. Mit ihrer Rolle in François Ozons Drama Unter dem Sand aus dem Jahr 2000 begann für Charlotte Rampling die zweite Hochphase ihrer Karriere. Es folgten Filme wie Swimming Pool, Die Herzogin und Melancholia. Für das Romantikdrama 45 Years von 2015 erhielt sie eine Oscar-Nominierung. Im Mainstream-Kino war sie zuletzt 2018 im Agenten-Thriller Red Sparrow zu sehen. Für Charlotte Rampling hat das Kino mit all seinen unterschiedlichen Filmen und Genres eine wichtige Bedeutung. Denn es kann dazu beitragen, Dinge auf dieser Welt zu verbessern. By telling stories and letting people think about those stories. Telling very, you know, important stories. And real stories and being authentic as they can. Cinema can be really truthful and authentic. People say, oh, is it fake? Is it not? Is it... I think a lot of cinema making is about ways of thinking that actually can change things, can change ways that other people who are seeing the film are thinking.